So, hallo meine Freunde und willkommen zum Mittwochs-Vlog hier von mir. Ich war gerade bei Nihan und habe den Talk-Taxi gedreht. Übrigens an dieser Stelle, Freunde, guckt euch mal meinen Ausblick gerade an. Brutal schön, oder? Wunderschön, wirklich. Ja, Freunde, ich war auf jeden Fall bei der lieben Nihan. An dieser Stelle nochmal schöne, schöne Grüße. Wenn ihr das Video seht, kommt das Video, denke ich mal, mit Nihan an diesem Sonntag online. Auf jeden Fall kommt jeden Mittwoch von mir ein Vlog online, das nochmal an dieser Stelle. Alltagsvlog einfach von der ganzen Woche. Und jeden Sonntag kommt auf jeden Fall Talk Taxi auf meinem Kanal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause. Wir bekommen jetzt gleich noch Besuch von Nihan und Typhoon. Ich mache gleich Steak zum zweiten Mal. Das erste Mal habe ich mit meiner Frau gestritten, weil wir Besuch bekommen haben und ich habe es nur für mich gemacht. Diesmal mache ich es für unseren Besuch. Ich habe nämlich ein Video gesehen bei Masterchef und das hat mich mega angezogen. Man lernt einfach, wie man einen Steak zu machen hat. Ich nehme euch mit, ich gehe gleich einkaufen und dann sehen wir weiter. So, Freunde, ich bin angekommen hier im türkischen Supermarkt, um so ein paar Sachen zu kaufen für den Steak, den ich gleich machen werde. Ist auf jeden Fall mein zweites Vergnügen. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall diesmal genauso gut oder noch besser hinkriege als beim ersten Mal. Ja, ich gucke gerade, was ich so brauche. Also Veganer unter euch werden mich jetzt auf jeden Fall zerstören. Aber es gibt Rinderfilet. Aber ich sehe kein Filet hier. Das ist ja das Rindersteak. Das ist kein Filet. Warte mal. Es gab leider kein Rinderfilet, es gab nur Rindersteak. Deswegen habe ich Rindersteak geholt. Ich habe wenig Erfahrung damit, aber wir werden es probieren. Meine Getränke für meine Gäste. So, hier, die habe ich gesucht. Chumlo Just Sixer, die schmecken brutal. Ja, Leute, ich bin jetzt zu Hause. Ich habe gekocht. Wie war mein Steak? Richtig, richtig gut. Richtig gut, sehr, ne? Sehr gut. Jan und Typhoon waren auf jeden Fall bei uns nach dem Videodreh. Ich glaube, ihr seht das Video jetzt am Mittwoch. Und an dem Sonntag kommt auf jeden Fall das Video mit Nihan online, unser Talk Taxi. Wir haben eben zusammen gegessen. Wir haben heute auf jeden Fall gedreht, heute vorgedreht. Es war mega nice. Ne, Dilara? Aber es war leider kein Rinderfilet, sondern es war Rindersteak. Aber richtig, richtig gut. Dazu haben wir Bruschetta gemacht. Bruschetta. Und Bratkartoffeln. Wie waren das Bratkartoffeln? Ja, ne? Ja. Und einen richtig leckeren Salat und dann noch Sour Cream dazu und Antipasti. Also auf jeden Fall sehr, heute hat er das richtig gut hinbekommen, weil ich musste heute viel drehen, weil Black Friday. Wir haben übrigens gar kein Angebot uns ansehen können oder in die Stadt fahren können, morgen gar fahren nichts. Wir, ne? Morgen Mittag? Ja, lass mal machen. Ja, ich will auch mal sehen, was abgeht. Ja, jetzt tele ich gerade noch mit Fatih ein bisschen. Was geht ab? Und dann geht's auch ins Bett. Ich würde sagen, ich melde mich morgen, Freunde. Bis dann und Peace. So, Freunde, willkommen zu einem neuen Tag. Heute wieder mal in Bielefeld im Loom. Gestern war Black Friday, wir hatten Besuch, wir konnten gar nicht raus. Deswegen dachten wir uns, komm, heute geht's raus. Ich habe heute übrigens wieder Steak gekauft, allerdings diesmal Rinderfilet. Und werde mich da dran trauen, denn wir bekommen heute Abend wieder Besuch und zwar von Fatih und... Ich bin, Leute, ohne Witz, ich bin seit Tagen nur am Black Friday Deals raushauen. Übrigens, Freunde, wenn ihr das Video seht, war Black Friday schon vorbei, der Cyber Monday war schon vorbei. Allerdings habt ihr auf der Seite von meiner Frau den Deal von Cyber Monday immer noch bis Ende dieser Woche. 20% auf den Ultimate Set an dieser Stelle. Werbung, ne, Dilara? Was willst du heute kaufen? Ich lasse mich überraschen. Also Hosen so wäre geil, ne? So Basic-Oberteile, so wie... Heat, Pantalone, ja, geil, Heat.
Genauso wenige hat er wie ich. Sure, maybe, weiß ich nicht. Mal gucken. Also am Ende werde ich eh mit keiner Tüte rausgehen. Aber Ozan, wir haben hier wegen seinem Format überall diese Dinger kleben. Jo, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Die Nerven! Denkt ihr das? Ihr geht raus, aber eure Frau ist immer noch im Haus. Also ich bin der Meinung, es ist rappelvoll. Was sagst du? Ich bin dafür, dass meine Maske schöner sitzt dann. Die alte, die Lara ist zurück. So viel Zopf. Ja, toll, gut geklappt, ne? Richtig schön. Bei Saturn ist der Airwrap reduziert, so wie in Kaufen zu verloren. Restaurants dann schließt, aber Einkaufszentren frei lässt und die Einkaufszentren einfach so voll sind, finde ich gar nicht cool. Ne? Das ist ja schon mal geschickt. Hochzeitssäle sind geschlossen, Veranstaltungen sind verboten, aber guck mal, die krasseste Veranstaltung, die du je haben kannst. Also, wir sind zu Hause angekommen, ich packe unser Filet gerade aus. Und heute Alexa aus! Ne? Ja. Schaut euch das an. OMG, OMG, lecker. Ich hab mir Weingläser bestellt. Hallo, dieses Weingläser ist Weingläser bestellt. Ja, aber das sieht so schön aus, immer auf dem Esstisch. Also ich hab das einfach als ganz normales Glas. Wie seht ihr in der Kroatien? So. Wir machen diesmal Großkartoffeln. Der Ding gebiert, Kopf. Der andere, der Ofen ist wie der Kopf. Ofen, der Ofen, der Ofen, der Ofen, der Ofen, der Ofen, der Ofen, Ben onları hep oraya koyuyorum. Nasıl da bozulmuş? Bozulmamış ki kim dedi? Bunlar ne dedi? Bizim richtig schön. Steak'in yanına da güzel güzel bir bardak. Hadi. Başlayacağım arkadaşlar. Ich heiße Dilara und ich bin lustig. Hä? Ich heiße Dilara und ich bin lustig. So, Arkadaschlar, Friends, ich bin zwar kein Koch. Jetzt folgt Masterchef für Arme. Jetzt folgt Master. Nein, ich koche auf jeden Fall heute wieder das gleiche wie gestern, allerdings mit einem Unterschied. Und zwar haben wir heute Filet und kein Steak. Ich hoffe, unser Fleisch wird butterweich. Ich habe Vati eben angerufen, habe ihn darum gebeten, dass er noch Butter holen soll. Weil ich, meine Frau hat es vergessen. Ich hab's vergessen. Hatte Latim Sana unuttum. Warst du nicht mit mir? Fatih Arasana, also wie Shea da Esmai. Sanki, du warst nicht mit mir einkaufen. Ja. Auf jeden Fall, iki gündür benim karım bana yemeği pişirttiriyor. Alles klar. Aber ich mach's mit. Sen temizliği yapıyorsun? Ich mach's mit Liebe, weil ich liebe Steak. I love it. So. Aradın mı Fatih? Esma adına tutmayayım ama ich muss immer die falsche an. So, während mein Mann jetzt hier die Kartoffeln macht, räume ich den Einkauf. Wir formen damit und schneiden damit unsere Kartoffel. İşte Dilara'nın amatör olduğu buradan belli. Kartofili çöpe düşürdü. Ya bak auf eine Tüte, nicht in den Müll. So Freunde, wir haben die Kartoffel haben wir jetzt verteilt, unseren Ofen haben wir vorgeheizt. Jetzt kommt erstmal schön Olivenöl drauf. So, ne? Das reicht.
Rosmarin. So, dann machen wir unsere Rosmarin drauf. Wir würzen das Ganze immer so mit Pilare. Das schmeckt dann irgendwie geiler auf jeden Fall und gewürzter. Dück, dück, dück. So, auch unten spreizen. So, jetzt kommt Paprika edelsüß dazu. Da gebe ich echt schon man eigentlich... Man kann aber auch Rosenscharf nehmen. Ja, mehr dazu. Du redest, als ob du das jedes Mal machen würdest. Sag mal ehrlich, wer macht das denn eigentlich? Du, Schatz. Ich bin... Und dann noch Pfeffer. Und dann mixen wir das gleich durch, wenn ich fertig bin. Salz auch ein bisschen? Dieses Salz. Nimm mal dieses Körnige, das wir gerade gekauft haben. So, Nussfett. So, das reicht. Ja, das schmeckt dann viel, viel besser. So, jetzt. Hände waschen vorher. Das haben wir ja gemacht. Vorsichtig. Karstrüre, sagt man. Ja, guck auch komisch. Baby. Ja, mein Schilder. Na toll. Schnell, dann. Oh, shit. Das war deine Idee. Nee, wenn im Gösme sagt, dann ausgelde, ja. Und meinst ja, das reicht. So, Hojam. Wie lange? Welche Grad? Also, wir haben gestern eine halbe Stunde hatten wir drin, oder? Also, 35 Minuten ist gestern. 35 Minuten bei 190 Grad. Genau, wenn die so schmal geschnitten sind, dann brauchen geht die nicht schneller lange. Eigentlich, genau. Schatz, du musst aber guck so machen, du musst so drehen. Dann machen wir 35 Minuten. Ja, machen wir so, genau. Genau. Perfekt. Right. Chef. Im Chef-Mode. Mhm. Ist das gut? Was wird das? Zwiebelsalat. Mit? Mit Sumak, Narekşisi. So arkadaşlar, hier kommt jetzt Olivenöl rein. Dann. Willst du nicht normales Sumak nehmen? Nicht Sumak ekşi. Wir haben jetzt Olivenöl drinnen. Jetzt kommt Sumak aus Antep, ne? Oh, weiß ich gar nicht mehr, wer das war. Tamtam rein. Antep. Sumak ist ein bisschen säuerlich vom Geschmack. Und dann gibt es noch Narekşi drauf. Granatapfelsirup. Oh mein Gott. Und Salz. Das kannst du jetzt mixen. Und das Fleisch, oh mein Gott. Ah, Chok Asi habt ihr. Das reicht, Schatz. Nicht jeder ist Zwiebel. Ich glaube, wir essen das alle. So. Eure Pfanne auf jeden Fall auf Maximum erhitzen. Auf jeden Fall lasse ich die Pfanne jetzt erstmal schön heiß werden, Freunde. Dann kommt mein Steak rein. Beide Seiten schön angebraten. Und dann kommt Butter rein. Ich stehe Pfanne vor. Faser? Gut? Perfekt, ne? Ja, der ist geil. Der ist geil. So, gerade wie ich den brauche. Okay. Oder? Ja. Baby. Schaut mal danach. Das ist ab jetzt häufiger nackig stimmt. So, unsere Gäste sind da. Soll ich mit der Hand nehmen? Richtig, richtig. Nein, gut, ne?
Danke, Schatz. Ist das jetzt Medium? Ja. Ja. Hab jetzt auch so ein So, Freunde, ja, danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich habe gerade jetzt gemerkt, dass mein Talk-Taxi, also ihr seht das Video jetzt am Mittwoch, also vor 4 Tagen ist das Video Talk-Taxi online gekommen. Übrigens hier eine Verlinkung. Leider ist das Video... Schatz, warum vor 4 Tagen? Weil ich das Mittwoch online stelle, mein Vlog. Ja, aber du sagst... Leider ist das Video auf jeden Fall gelb markiert worden von YouTube und ich habe gar keine Ahnung, weshalb. Wir haben über gewisse Themen gesprochen. Ich weiß nicht, weil diese Worte jetzt nur gefallen sind, dass das Video direkt gelb markiert worden ist. Ich möchte die Worte jetzt nicht erwähnen. Ihr wisst schon, was ich meine, was allgemein das Thema so war. Ich habe jetzt keinen Bock, dass das Video auch gelb markiert ist. Deswegen denke ich mal, dass es vom Algorithmus auch her auch sehr, 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 sehr blöd eingestuft worden ist. Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich es doch ein sehr, sehr interessantes Thema. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall hier nochmal zu dem Video gelangen. Ja, jeden Mittwoch gibt es auf jeden Fall einen Vlog von mir. Nächste Woche oder übernächste Woche wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Video, also ein Vlog online kommen. Denn wir beginnen mit einer neuen Ära gemeinsam mit meiner Frau. Sagt man das so? Ära? Darüber werden wir sehr viel dokumentieren. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen was zu tun. Wie ihr ja bereits wisst, hatten wir Black Friday und wir haben echt sehr viel zu tun gehabt. Nebenbei gibt es noch eine Sache, um die ich mich die ganze Zeit kümmern muss. Das ist auch ein Stressfaktor. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt und würde sagen, bis zum nächsten Video. Sonntag wieder einschalten beim Talk Taxi. Peace out.